Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der Nordbau 2024. Neben mir steht der Herr Schmidt, Vertriebsleiter Volvo bzw. Swecon Deutschland. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt, Herr Schmidt. Ja, ich bin Vertriebsleiter bei Volvo und die Kollegen bei Swecon werden von meiner Seite aus betreut. Genau. Und heute ist die Thematik halt, es geht um die neue Baggerserie von Volvo, CE. Der EC 230 wird vorgestellt und ja, Herr Schmidt, vielleicht im Vorfeld nochmal, wofür steht die Firma Volvo, für Produkte generell vertreiben Sie? Ja, im Hause Volvo werden nicht nur Bagger, wie Sie jetzt hier auf dem Bild sehen, produziert, sondern wir haben eine große, breite Palette an Baumaschinen. Natürlich angefangen von unserem Prestigeprodukt, dem knickgelenkten Dumper, den wir vor mehr als 50 Jahren auf die Welt gebracht haben, entwickelt haben und heute hier noch immer Marktführer sind. Natürlich auch unsere großen Radlader sind unsere Vorzeigeprodukte, genauso wie unsere Kompaktmaschinen. Also Sie können sich gerne hier auf der Messe im Nordgelände von der Leistungsbereitschaft hier von dem Volvo überzeugen. Jetzt haben Sie uns ein paar Folien mitgebracht, wo es um die neue Serie geht, der EC 230. Ich denke mal, der wird sowohl als Dieselmaschine, eventuell auch als Elektromaschine angeboten. Was macht den EC 230 aus gegenüber dem Mitbewerber? Ja, wir haben nicht nur den EC 230 grundsätzlich überarbeitet, sondern unsere gesamte Baggerserie. Aber ich möchte es hier vorstellen, gerade bei dem EC 230, weil wir ihn hier auf der Messe haben und Sie sich selbst dann hiervon überzeugen können. Also was ich hier Ihnen einmal kurz präsentieren möchte von der Maschine und grundsätzlich für die gesamte neue Serie ist einmal, dass wir den Fahrerkomfort hier erhöht haben, weil nämlich der Fahrer ist eines der Schlüsselkomponenten und der Besitzer sozusagen der Maschine und der täglich mit der Maschine umgeht. Natürlich für den Inhaber spielt die Kraftstoffeffizienz und die Produktivität hier eine ganz große und entscheidende Rolle. Natürlich auch eines der entscheidenden Kaufkriterien. Natürlich dürfen Sicherheit und Verfügbarkeit und das Personal rund um die Maschine auch nicht außer Acht lassen werden. Auch hier haben wir ein paar schöne Neuerungen gemacht. Natürlich auch der Service ist ein Punkt, den wir hier natürlich auch verbessern, um hier natürlich die Maschinenverfügbarkeit immer ja, zu haben und zu gewährleisten. Bleiben wir mal beim Fahrerkomfort. Wenn wir jetzt uns den Fahrerkomfort anschauen, was haben Sie für Features verbaut, um den Fahrern das Leben sozusagen leichter zu machen, aber auch die arbeitssicherheitstechnischen Komponenten, die sind ja auch immer nicht ganz unbeachtet zu lassen. Ja, da wir natürlich jetzt hier keine Maschine vor Ort haben, habe ich beispielhaft hier mal ein Bild der Innenausstattung der neuen Kabine mitgebracht. Also die Kabine ist komplett neu überarbeitet worden. Ein wesentlich besserer Fahrerkomfort bieten wir hier. Wir haben wesentlich mehr Stauraum für den Fahrer, eine gekühlte Ablagestelle, eine Ablagestelle für die Arbeitsschuhe. Darüber ist die Kabine auch weiter geräuschreduziert worden, sodass wir hier ein bestimmtes und schönes Arbeitsumfeld für den Fahrer haben. Aber wir schauen nicht nur auf das Wohlbefinden des Fahrers, sondern wir schauen auch darauf, dass der Fahrer hier effizient arbeiten kann. Deswegen sehen Sie hier zum Beispiel auf der rechten Seite das neue 12,8 Zoll Display in Full-HD-Auflösung. Hier werden alle zentralen Sachen der Maschine mit aufgespeichert. Hier zeigen wir die Rückfahrkamerabilder, aber auch die DigAssist, also die Maschinensteuerung-Anwendungssysteme, werden über dieses neue, größere Display dann gezeigt. Bleiben wir mal bei der Steuerung. Welche Vorteile bieten Sie da? Was kann der EC 230, welche Besonderheiten hat er da? Ja, wie schon gesagt, ist die Maschine mit einem großen Display ausgestattet. Darüber hinaus ist die Maschine auch mit allen notwendigen Kinematiksensoren ausgestattet, sodass ein Anwenden und Aufspielen der sogenannten DigAssist-Software, wie wir sie im Hause Volvo nennen, jederzeit und einfach möglich ist.
ein Digisys oder ein Maschinensteuerungssystem ist eigentlich schon im heutigen Alltag ein Must-Have an einer Baumaschine. Also hier haben wir die Maschine entsprechend vorgerüstet, so dass eine Anwendung jederzeit und schnell vonstatten gehen kann. Also ist hier auch Volvo Vorreiter in dem Bereich der Digitalisierung, speziell auch bei den Baumaschinen. Wie sieht es denn mit der Produktivität aus? Das ist natürlich hier ein wichtiger Faktor für den Inhaber der Maschine, der die Arbeitsleistung dann geben muss. Hier haben wir natürlich auch was Grundlegendes in der Maschine geändert. Und zwar haben wir eine elektrohydraulische Vorsteuerung. Das heißt, wir nutzen keine Hydraulikströme mehr, sondern elektrische Ströme, elektrische Joysticks und elektrische Fahrpedale. Das hat einmal den Vorteil, dass wir hier viel, viel schnellere Reaktionszeiten am Hauptsteuerblock haben und dann später auch in der Arbeitshydraulik. Darüber hinaus, da wir kein Hydrauliköle mehr umwälzen, haben wir hierdurch auch eine entsprechende Kraftstoffeffizienz dazu oder automatisch mit dazu. Kombiniert durch beide Situationen haben wir natürlich viel, viel schnellere Arbeitszyklen. Wir sprechen jetzt hier von einer Kraftstoffeffizienzsteigerung von ungefähr 15%. Und bei der Generationsweiterentwicklung von einer Generation zur nächsten eine solche Steigerung durchzuführen von 15% ist schon sehr gewaltig. Ja, das ist bemerkenswert, gerade im Bereich Kraftstoffverbrauch. Jetzt ist Volvo ja sehr innovativ unterwegs und wir haben hier viele junge Leute hier am Stand sitzen und da kommt für mich natürlich immer die Frage auf, inwieweit sind Sie auch auf dem elektrischen Sektor unterwegs? Das heißt also, die Elektromobilität spielt eine entscheidende Rolle, auch in Deutschland. Und was macht Volvo da in dem Bereich der Elektromobilität? Ja, auch hier auf der Messe haben wir beide Geräte hier zur Verfügung. Und zwar haben wir den 23-Tonner einmal mit einem Verbrennungsmotor, wie ich ihn jetzt gerade hier vorgestellt habe. Aber genauso haben wir ein batterieelektrisch betriebenes Gerät hier vor Ort. Also komplett emissionsfrei. Sie finden keinen Kraftstofftank mehr, keinen Verbrennungsmotor mehr, sondern nur noch Akkus und Elektromotoren. Ja, jetzt kommt natürlich auch in dem Zusammenhang immer wieder die Frage auf, wenn ich ein Elektrogerät habe, akkubetrieben, wie Sie es gerade beschrieben haben, wie lange kann ich denn gegenüber der Dieselmaschine, wie lange kann ich so ein Gerät einsetzen mit einer Akkuladung und welche Möglichkeiten habe ich, diese Akkuladung vielleicht noch zu erweitern? Ja, erstmal müssen wir hier von der Laufleistung sprechen. Und da müssen wir erstmal einmal unterscheiden in der Laufleistung einer Elektromaschine und einer Verbrennungsmaschine oder mit einem Verbrennungsmotor. Bei einem elektrisch angetriebenen Maschinen sprechen wir von einer Nettolaufleistung von 3 bis 4 Stunden. Nettolaufleistung betone ich deswegen so extra, weil nämlich hier sind keine Leerlaufzeiten mit eingerechnet. Nämlich sobald Sie die Joysticks loslassen oder die Fahrpedale loslassen, geht die Maschine in den Ruhemodus. Und sobald Sie wieder einen der Akkumulatoren anstoßen, haben Sie mit dem Elektromotor direkt wieder die volle Leistung der Maschine. Darüber hinaus sehen wir ja, wir sprechen von 3 bis 4 Arbeitsstunden, volle effektive Arbeitsstunden. Würden wir hier noch eine Zwischenladung durchführen in der Mittagspause, können wir einen ganzen Arbeitstag von rund 8 Stunden mit einer Zwischenladung noch bewerkstelligen. Ja, jetzt kommt es zu dem Fall, dass Sie auf einer Baustelle sind und nicht unbedingt immer einen Stromanschluss parat haben. Wie würden Sie da vorgehen? Wie kann man die Maschine dann dementsprechend mit Strom versorgen und auch den Akku nachladen? Ja, die Schnellladesituation betrifft ungefähr 150 Kilowattstunden. So rein theoretisch könnten wir ja mit dem Bagger an jede Tesla Supercharger ranfahren. Aber das ist ja mit dem Bagger natürlich nicht möglich. Und oftmals ist es auch so, dass wir keine extrem starke, leistungsstarke Stromanschluss auf der Baustelle haben. So haben wir jetzt, wie jetzt auch hier im Bild zu sehen, zum Beispiel eine Power Unit dazwischen geschaltet.
Diese wird dann zum Beispiel mit einem geringen Ladestrom permanent geladen und in der Mittagspause, wenn wir eine leistungsstarke Zwischenladung vornehmen, entnehmen wir mit einer großen Leistung die elektrischen Ströme aus der Power Unit heraus in die Maschine rein. Das bedeutet, wir überlasten oder belasten das Stromnetz eigentlich gar nicht. Im eigentlichen Sinn machen wir hier noch dieses schöne sogenannte Power Shaving in der Netzstruktur. Also wir glätten die Netze, ohne dass wir es belasten, wenn wir eine Power Unit dazwischen schalten. Ja, jetzt kommen wir auch schon im Großen und Ganzen zum Schluss. Wie sieht die Weiterentwicklung im Hause Volvo aus? Was spricht in Zukunft für den Elektroantrieb? Also wir haben ja eines unserer Kernwerte, ist ja Umweltschutz. Und ich glaube, in der gesamten Gesellschaft ist es ja auch gefordert, dass wir in die Richtung emissionsfreie Maschinen uns bewegen. Und wir sind jetzt hier nicht nur im batterieelektrischen Bereich unterwegs, sondern wir sind technologieoffen unterwegs. Das heißt, wir neben den batterieelektrischen Geräten forschen wir auch in anderen Antriebstechnologien, zum Beispiel in Brennstoffzellen. Auch hier sehen wir Möglichkeiten, die Maschinen anzutreiben. Vor allen Dingen, wenn wir in sehr große Maschinen reinschauen. Gerade bei den großen Maschinen vielleicht auch das Antriebskonzept der Zukunft im Bereich Wasserstoff angesiedelt. Und somit möchte ich mich, Herr Schmidt, bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben hier an unserem Stand. Es war sehr informativ, auch mal die Neuheiten aus dem Hause Volvo kennenzulernen. Und bedanke mich bei dem Publikum hier, bei den jungen Leuten, dass sie dabei gewesen sind. Meine Damen und Herren, Sie können das Ganze dann auch bei uns auf der Homepage nochmal sich anschauen. Das ist bei vdbumm.de zu finden unter der Mediathek. Herr Schmidt, vielen Dank dafür und wir sehen uns hier auf der Messe noch. Gerne, schauen Sie bei uns vorbei am Nordgeländestand N148. Prima, Dankeschön.